Hallo und herzlich willkommen zurück zu Weaving Tides. So, die liebe Twill möchte, dass wir ein paar Aufgaben für sie bewältigen, bevor sie uns hilft. Dafür sollen wir jetzt die Schatzkammer öffnen. So, und jetzt, genau, sehe gerade hier dieses Abbild, wollte ich gerade sagen, das ähnlich aussieht wie die Reifstücke. Man sieht, ne, schon haben wir zwei Stück dahingelegt. Also, das wird dann wahrscheinlich unser Ziel sein. Gut. Dann müssen wir uns jetzt mal weiter umsehen. Ja, hier haben wir ja angefangen. Muss noch irgendwo die anderen zwei Reifstücke, also Schlüsselstücke finden. Junge, Junge, Junge. Schlüsselstück. Wunderschön. Nummer 3. Haben wir denn hier unten noch? Ist aber nicht lange betäubt. So, jetzt aber. Okay, die Vorhänge gehen auf jeden Fall nur auf, wenn man dann halt quasi direkt davor steht. So, wir haben einen Checkpoint. Und anscheinend gleich auch wieder ein kleines Rätsel. Nanü. Was macht man denn mit denen? Okay. Also wenn die so gerade nach vorne gucken, ist die Darstellung doch ein bisschen komisch, oder? Muss man die in einer bestimmten Reihenfolge runter machen? Wirklich überlagern tun die sich jetzt auch nicht. Haben wir denn hier 3, 3 und 2? Sollen die vielleicht einen Hinweis geben? Die sollen bestimmt einen Hinweis geben. So, 1. Diesmal rabe ich das schneller. Ups. Und von hier so. Ha! Wunderschön. Diesen Hinweis habe ich erkannt. Boah, wa was? Da stecken die sich oben auf diesen Fäden drauf. Wie gemein. Wird ja richtig herausfordernd so langsam. So. Du wirst auch noch festgebunden. Wunderschön. Ist das unser letztes Schlüsselstück? Ja. Sehr schön. Ja, genau, hier haben wir ja eben quasi wieder angefangen. Achso, das ist ein Tor, das geht nur in die eine Richtung. Da muss ich jetzt wohl von hier noch da rein. Zwei, drei, so. So, nochmal 10. Webesens oder so hieß es, glaube ich. Ich würde sagen, das hat sich dann schon gelohnt.
Aha. Einmal festbinden und weiter geht's. Boah, du hast tatsächlich geschafft, es aufzumachen. Ab geht's. Ist auf jeden Fall motiviert. Oh, ist aber irgendwie düster geworden. Schatzkammer. Oh. Ist das ein Boss? Hey, was ist das? Wow, das ist uralt. Hast du die Inschrift gesehen? Sieht aus wie eine Art Fluch. Ha, wer glaubt schon an so einen Quatsch? Und hier drin? Oha! Oh oh. Das sieht wirklich aus wie ein Fluch. Boah, guck mal! Bleib weg, das könnte gefährlich sein. Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe, wa? Boah! Geht voll ab. Wo ist Will? Ach, da, festgebunden, okay. Ja, das war ein Stückchen von deinem Schwanz. Wow. So, wo bist du da? Und nochmal stampfen, hä? Nee, noch nicht. So, jetzt noch den Körper. Das war am Ende noch ziemlich knapp. Haha, diesem alten Knacker haben wir es gezeigt. Hau ab und komm nie mehr wieder. Tess hätte dank deines Leichtsinns verletzt werden können. Du bist so ein Holzkopf, Twill. Klar doch. Muss auch der Grund sein, warum ich's immer noch nicht in meinen Dickschädel krieg, warum du an dem Tag damals abgehauen bist, oder? Es dreht sich nicht alles immer nur um dich. Hey, alles in Ordnung. Ich wurde nicht verletzt, also hört bitte auf, euch zu streiten. Geht es euch gut? Ich hab dich zwar nicht drum gebeten, mich zu retten, aber ich habe das Gefühl, ich schulde dir jetzt was. Also werde ich helfen. Ich mach's aber nicht für ihn, ich tue es für dich, Tess. Ich will noch ein paar Sachen packen. Trefft mich am Gezeitenwirbel südlich von Larea, klar? Wenn wir da reingehen, können wir nicht mehr zurück. Also leg davor noch all deinen Kram. Wir reden uns später. Alles klar, danke Twill und willkommen im Team. Okay, Moment, was haben wir denn jetzt hier alles noch? Wir haben jetzt das hier. Ah. Ja, nehme ich. Immer her damit. Noch mehr? Nein? Okay. Dann geht's weiter. Ein weiteres Herz. Voller Herzbehälter. Deine Gesundheit wurde um ein Herz erhöht. Kennt man auch von Zelda, ne? Man besiegt einen Boss und kriegt einen Herzcontainer. Aber bin ich persönlich gar nicht mal böse drüber. Ich finde die Mechanik von dem Spiel halt einzigartig bis jetzt, also habe ich so noch nie weiter gesehen. Das finde ich schon echt cool. Und wir haben hier weitere Wollies. Ob das jetzt die weiteren sind, die uns halt eben noch gefehlt haben?
Hier hängt ein bisschen doof. So, okay, aber nicht doof genug, als dass man den nicht... Ach, hätte ich die komplett... Ah, ich hätte die zweimal machen müssen. Ich dachte halt, weil es hieß, ich muss die festbinden. Ah ja, siehste. So. Meine Herde ist wieder vollständig, danke. Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay, ich hätte halt einfach alle zweimal festbinden müssen. Yay! Dankeschön. Oh, und bitte erzähl meinem Vater nichts davon. Er ist so schon überzeugt davon, dass ich nichts tauge. Okay, ich werde schweigen. Das Fest der Bänder in Larea hat wahrscheinlich bereits begonnen. Tess, wir sollten bei den Feierlichkeiten mitmachen. Ja, aber wir haben hier unten noch dieses... ein Rätsel, dessen... dass ich eben nicht geschafft habe. Dass ich jetzt noch irgendwie knacken muss. Ach so, ich brauche gar nichts mehr zu sammeln, fällt mir gerade so auf, weil 450 ist einfach Maximum. Okay. So, Moment, wir können ja hier reingucken, ne? Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Sind ja zwei Dreiecke quasi da in der Hand. Ob das schon unser Hinweis ist? Ich weiß es nicht. Ansonsten sehe ich nicht wirklich viel, was als Hinweis dienen könnte. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht auswendig, wie die anderen Statuen alle aussehen. Okay, Moment. Aber die sind halt eigentlich irgendwie unterschiedlich lang. Na, ich weiß ja nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich muss auf jeden Fall irgendwie einen Hinweis finden, wie ich das Ganze hier zu verbinden habe. Muss es ja hier irgendwo geben. Keine Ahnung. Warte mal, ich habe eine Idee. Bin ich mal gespannt. Ich habe keinen Plan, ob das jetzt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Also ob das jetzt wirklich die Lösung ist. Aber ich werde es versuchen. Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte das eben schon so versucht. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich auch doch irgendwie wieder einen Fehler gemacht. Selbst eine sanfte Welt kann harte Prüfungen. Was auch immer geschieht, schau nach vorne und erblicke das Lächeln der webenden Mutter. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt wenigstens. Ja. Ein zerrissenes Herz. Sammle 4 Fragmente, um einen zusätzlichen Herzbehälter zu erhalten. Ich habe jetzt 3 von 4. Und Twill sagte ja, wenn wir in den Wirbel gehen, können wir nicht mehr zurück. Also, meiner Meinung nach, weil hier ging es ja weiter eben, ne, zu Twill. Meiner Meinung nach müsste ich ja jetzt quasi eigentlich noch einen finden, bevor es weitergeht. Damit wir einfach die 4 einmal voll haben. Das war das. Wenn ihr sagt mir, dass hier und hier ist nichts mal was. Kein verdächtiger Boden. So, jetzt sind wir wieder zurück in Larea, ne? Ich muss jetzt auch unbedingt mal in den Shop, weil ich einfach die maximale Kapazität erreicht habe.
Hi. Mit euch quatsch später. Erstmal handeln. Erhöht die maximale Anzahl der ausgerüsteten Stickereien um 1. Klingt eigentlich ganz cool. Ah ja, genau. Hier gibt es Nummer 4. Wusste ich's doch. Eine große Fadenspule, die Menge an Fadenessenz, die gehalten werden kann, erheblich erweitert. Nehme ich. Das ist wieder was für diesen Spielplatz. Die schwimmende Fadenessenz in einem... Achso, das war das. Erhöht die... Ja, das ist halt das Zeug, was wir eben schon hatten, quasi. So. Ich glaube, dann hole ich noch das hier, dass ich halt nicht immer so wirklich nah dran vorbeifliegen muss. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier alles kaufen sollte, bevor wir weiterziehen. Ich meine, rein theoretisch gibt es ja unendlich viel. So, also. Ach so, okay. Ich brauche diese Sicherheitsnadeln, damit ich die überhaupt ausrüsten kann. Ich habe irgendwie gedacht, dass es hier halt quasi noch weitergeht. Okay. Ja, gut. Wieder was dazugelernt. So, benutze die Flöte, um Kilims Unterstützung zu erhalten. Kilim ist ein fürsorglicher Vater und sehr zu Leidwesen ein Liebhaber schlechter Wortwitze. Also, mir persönlich ist er damit sympathisch. Seine fantastischen Abenteuergeschichten sind bei allen Einwohnern seiner Heimatstadt Veteri beliebt. Und wir können dann anscheinend später halt 3 Flöten haben und damit 3 verschiedene Drachen. Nummer 2 wird wahrscheinlich Twill. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung. Meine persönliche Erwartung, sage ich mal. Na, hier haben wir die ganzen Blender. Da fehlt ja jetzt noch das mit diesem Süßigkeitenzeug. Keine Ahnung, wo wir das hier finden. Okay. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich noch weitere Essenz sammeln sollte. Ich meine, ich bräuchte jetzt noch insgesamt 350, damit ich alles bekommen kann. Jetzt feiern sie eine fröhliche kleine Göttinparty. Uff, ich spüre schon wieder meine Migräne. Du wieder. Yep, ich bin's wieder. Gute Neuigkeiten, wir haben jemanden gefunden, der uns hilft, den Weg zum Gezeitenwirbel zu öffnen. Das sind in der Tat gute Neuigkeiten. Ich bin übrigens hinten in meinem Zelt noch über ein paar weitere Sachen gestolpert. Warum nimmst du mir nicht ein paar von den Waren ab und machst meine Reise etwas leichter? Ja, gerne. Ja. Ich würde sagen, da Twill das so ein bisschen angeteasert hat, von wegen, es gibt danach kein Zurück mehr, sammle ich das Zeug mal eben und danach schauen wir uns hier weiter um. So, also nicht wundern. Bis später oder so. So, ich habe es mir anders überlegt. Es dauert mir doch zu lange. Ich habe jetzt eine komplette Runde gemacht, habe 80 Dinger bekommen. Ich müsste das Ganze jetzt quasi noch 3-mal machen. Beziehungsweise ein bisschen mehr sogar. Keine Ahnung, ich lasse es mal drauf ankommen. Es wird nicht der letzte Händler sein. Kaufen wir aber jetzt zumindest noch das extra hier. Wenn wir jetzt weitermachen, kommt ja eigentlich sowieso noch ganz viel Essenz auf uns zu. Von daher wird schon schief gehen. Nicht jeder Teil deines Lebens passt immer an das gewünschte Muster, aber am Ende wird sich alles wie eine schöne Steppdecke zusammenfügen. Also ich rede jetzt einfach mal ein bisschen mit den Bewohnern hier. Heute feiern wir das Fest der Bänder zu Ehren unserer großen Mutter Dea. Jeder von uns verziert einen Stoffflicken, im Anschluss nähen wir aus den ganzen Flicken dann gemeinsam eine Steppdecke. Eigentlich schön. Neri, komm mal rauf, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Oh Tess, es ist schön dich zu sehen. Sind alle gekommen? Die anderen sind auch unterwegs. Wir haben es gerade erst hierher geschafft. Da boten uns diese wunderbaren Leute schon eine Unterkunft an. Sobald die Gefahr vorüber ist, kehren wir nach Veteri zurück. Es ist schließlich unsere Heimat. Wenn wir alle Hand in Hand arbeiten, werden wir das Dorf in kurzer Zeit wieder aufbauen. Ich werde nicht zurückkehren.
Zumindest nicht sofort. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Hinweise auf meine Vergangenheit gefunden. Und du musst ihn hinterherjagen. Ich verstehe. Wenigstens hat sich das aus diesem unglücklichen Vorfall etwas Gutes entwickelt. Ja. Was sagt die Serie? Was ist, etwas vergessen? Ist alles in Ordnung mit dir? Du wirst ein wenig bedrückt. Du wirkst, sollte es wahrscheinlich scheinen. Ich wollte die fröhliche Stimmung nicht ruinieren. Es ist nur so, deine Geschichte erinnert mich schmerzhaft an meine eigenen Grenzen. Ich kann zwar die lebhaften Erinnerungen meiner Vorfahren sehen, doch ich werde ihre großen Reisen niemals selbst erleben. Ich sehne mich danach, die Welt zu erkunden, aber daraus wird nichts. Meine Flügel können mich kaum tragen. Oh, das wusste ich nicht. Daran lässt sich nichts ändern. Wie auch immer, mein Herz ist jetzt ein wenig leichter. Dankeschön. Oh. Ja, sie konnte sich uns quasi anvertrauen. Da, schau her, Cynthia. Dein Flicken ist so schön geworden. Sieht meine auch hübsch aus, Mama? Natürlich, Samir. Die Göttin wird sich freuen. Das ist eigentlich echt ein schöner Familienbrauch. So, und hier haben wir Twill. Ah, hey, Kumpel. Gerade als ich versucht habe, mich vorbeizuschleichen, hat Mori mich abgefangen und dazu verdonnert, meinen Müll aufzuräumen. Sie ist gruselig. Wie auch immer, lass uns jetzt den Weg zum Gezeitenwirbel aufsperren. Er liegt südlich vom Dorf, schwer zu übersehen. Ich werde vorausfliegen. Lass mich nicht zu lange warten, okay? Wir sehen uns dort. Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal. ja, Twill hat sich uns mehr oder minder angeschlossen. Sie wird uns den Weg durch den Gezeitenwirbel öffnen. Da können wir dann... Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, was uns dann dahinter erwartet. Das klingt ja schon so sehr groß, gewaltig, interessant. Gezeitenwirbel. Ja. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel echt sehr gut. Ich finde die Mechanik halt wirklich einzigartig. Es wirkt immer so ein bisschen idyllisch, wenn man hier so im Dorf ist, die Musik halt genießt. Es ist halt schon ein ruhiges, entspanntes Indie-Spiel. Finde ich schön. Ja. So, ich schweife ab. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.